So, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zur Vorlesung Grundlagen der Informatik 2. Geht heute weiter mit den Themen, die wir letztes Mal begonnen haben. Also nochmal Hinweis auf die Termine der Vorlesung. 9.11. war schon, 16. ist heute. Mittwoch nochmal und dann am 30. und am 6. Das sind die weiteren Termine, die wir noch haben. Ich mache mal das Mikro ein bisschen leiser. Ich denke, das reicht so. Vielleicht sogar noch ein bisschen leiser. So, wenn es zu leise wird, müssen Sie sich melden oder weiter nach vorne kommen. Das ist ja gar kein Problem. Gut, was haben wir gemacht bei Architektur von Rechensystemen? Da hatten wir alles Mögliche angeschaut. Wir hatten insbesondere letztes Mal uns die Speicher angeschaut. Wir hatten hier die Speicherorganisation, hatten uns die Cache-Organisation angeschaut. Ich habe Ihnen erzählt, wie man auf den Cache zugreift, dass dort die Blöcke drin liegen, dass vorne in dem Tag die Adresse des Blockes drin liegt, mit der dort in der Cache-Line gerade drin ist. Wir haben die beiden verschiedenen Verfahren kennengelernt, directly mapped und assoziativ, mit denen man auf den Cache zugreifen kann, beziehungsweise mit denen man etwas in den Cache hineinschreibt. Bei assoziativ muss man halt eine Regel haben, wie man irgendeine Cache-Line wieder rauswirft. Und das ist halt dieses least recently used, also das, die Zeile, die am längsten nicht benutzt wurde. Dann haben wir uns mit write-through und write-back beschäftigt, also wie schreibe ich etwas wieder zurück in den Speicher. Und dann haben wir uns mit den externen Speichern kurz befasst. Ich habe Ihnen was über Magnetplatten erzählt, über Speicherkarten, USB-Sticks, die SSD, die mittlerweile sich immer stärker verbreitet, Magnetbandspeicher, optische Plattenspeicher, virtuellen Speicher als Service, Chipkarten, Rechnernetze haben wir kurz angesprochen. Ich habe Ihnen was erzählt über die Strukturen, die wir dort haben, die verschiedenen, also hier die verschiedenen, diese vier Ebenen, Anwendungsebene, dann hier die Transportebene, Netzwerkebene und die physikalische Ebene. Ich habe Ihnen was erzählt über die Klassifikation der Netze von Intranet bis Extranet und dann das World Wide Web als Anwendung. Ich habe Ihnen was erzählt über den Adressraum, über die Protokolle, über TCP, wie dort der Verkehr gesteuert wird. Ich habe Ihnen was zur IP erzählt, dass dort eben das Routing im Netz gemacht wird, also die Wege, die ein Paket durch das Netz nimmt, durch IP, durch die Routing-Tabellen bestimmt werden. Und UDP reicht dann eben diesen Dienst von IP weiter an die Anwendungsschicht, wenn man auf Verlässlichkeit keinen Wert legt. Ich habe Ihnen was zum World Wide Web erzählt, ganz kurz. Und dann zu drahtlosen Kommunikationssystemen und was das eigentlich bedeutet, dass das eine ganz wesentliche Entwicklung ist, die technologische Entwicklung, die eigentlich die Grundlage für die Globalisierung ist, weil wir eben unabhängig von der physikalischen Distanz kooperieren und kommunizieren können. Und das war der Rest aus dem Kapitel 8. Und dann kamen wir letztes Mal schon zum Kapitel 9. Da haben wir uns schon mit den Programmiersprachen nochmal beschäftigt. Wir haben gesehen, dass es dort verschiedene Ebenen gibt für Programmiersprachen und wenn es verschiedene Ebenen gibt, muss man von einer Ebene in die andere runterkommen können, entweder durch Übersetzung oder durch Interpretierung. Wir haben gesehen, dass es dann eben ganz konkret die problemorientierten Sprachen, Assemblersprachen, Maschinensprachen und die Mikroprogrammierung gibt. Und da hatten wir auch schon angefangen, uns mit zu beschäftigen. Ich habe Ihnen was erzählt über Mikroprogrammierung, wie dort die Steuersignale wirken, dass wir eine Mikroprogrammeinheit haben mit diesen wesentlichen Komponenten des Mikroprogrammspeichers, Ablauflogik, Mikrobefehlszeiger, Mikroinstruktionsregister und die Mikrobefehle können halt sowohl vertikal oder auch horizontal sein. Vertikal heißt halt, es dauert etwas länger, weil wir mehrere nacheinander machen, wir müssen dekodieren. Horizontal heißt, wir haben sehr breite Instruktionswörter und können dann sehr vieles parallel ansteuern, geht also etwas schneller. Wir sind dann zu Maschinensprachen gekommen, da habe ich Ihnen die wesentlichen Formate vorgestellt, die Befehlsarten, eine einfache Maschinensprache mit diesem Beispiel für die Funktion Fakultät oder X-Fakultät in dem Fall. Das Beispiel haben wir hier betrachtet und gesehen, dass es also dann hier das Maschinenprogramm, eine reine Folge von Nullen und Einsen mit einer bestimmten Interpretation, die Dekodierung erfolgt halt entsprechend im Instruktionsregister oder im Instruktionsregister in der Steuereinheit. Symbolisch kann man das dann als Kommentar daneben schreiben oder auch noch erläutern, was passiert.
Wir hatten gesehen, da wird eben die Fakultätsfunktion berechnet. Wir kamen zu den weiteren Entwicklungen der Maschinensprachen und dann als letztes zu den Adressierungsarten. Diese 6 Adressierungsarten habe ich Ihnen vorgestellt. Unmittelbare Adressierung, der Wert wird direkt übernommen. Dann hatten wir die direkte Adressierung genommen oder absolute, wo man die Adresse, die als Operand gegeben ist, als Adresse einer Registerzelle interpretiert. Der heißt, der Wert aus der Registerzelle muss übernommen werden. Und bei der indirekten muss ich mir erst die Adresse des Wertes, den ich haben will, aus dem Speicher holen, also indirekt erst die Adresse aus dem Speicher holen und dann dort nachschauen und den Wert in das Register laden. Und dann kam noch die indizierte Adressierung und die relative Adressierung, sehr ähnlich vom Konzept her, dass ich ein Basisregister habe oder ein Indexregister, auf das ich den Wert aus der Operanden erst noch drauf addieren muss, um tatsächlich das Register zu finden oder die Speicherzelle zu finden, aus der ich mir einen Wert holen soll. Beides ganz wichtige Möglichkeiten, die Adressierung in Programmen etwas eleganter zu machen. Zuletzt aber noch die implizite Adressierung, die wir bei Sprungbefehlen haben. Und als letztes heute kommen wir dann zu den, oder das neue Folie, zu den Assembler-Sprachen. So, das waren die Maschinensprachen. Das läuft tatsächlich im Rechner ab. Und jetzt wollen wir das uns etwas einfacher machen. Das, was uns stört, sind zunächst mal die Tatsache, dass das alles binär kodiert ist. Das kann man nicht lesen. Also ich kann Binärcode nicht direkt lesen. Ich würde gerne normale Sachen lesen. Wenn ich aber etwas in der höheren Sprache beschreibe, muss ich das übersetzen. Das Übersetzen eines Assembler-Programms in Maschinenprogramm macht ein Assemblierer oder Assembler. Das ist ein bisschen Wortdoppeldeutung, Assembler-Sprache. Und Assembler ist der Übersetzer von der Assembler-Sprache ins Maschinenprogramm. Das werden wir ein bisschen später uns auch noch angucken. Das Wesentliche ist, dass hier die Befehle nicht mehr numerisch, sondern symbolisch notiert werden. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Jeder Operationscode bekommt einen Namen. Das heißt, wir können dort hinschreiben, add zum Beispiel für eine Addition oder store oder load für das, was ich im Prinzip schon angedeutet hatte auf dieser Tabelle der Befehle oder auch bei dem Beispielprogramm, dass man dort symbolisch etwas hinschreibt. Und das beim Assembler-Programm sind das die Bezeichnungen der Befehle. Und die Operandenadressen können dann Namen zugeordnet werden. Das heißt, ich habe nicht mehr numerische Adressen da drin stehen, sondern Namen, auch ganz wichtig. Und ich kann Befehle durch Marken kennzeichnen. Wenn ich also ein Programm habe, dann kann ich hier eine Marke hinschreiben. Und wenn ich hier irgendwo springen will, weiß ich, ich will jetzt genau dorthin springen zu dieser Marke. Und ich muss mir nicht eine Adresse merken, an der ein Befehl steht, sondern ich kann mir die Marke ins Programm reinschreiben. Das macht alles deutlich einfacher. Dazu kommen dann Pseudo-Befehle, die eigentlich keine richtigen Befehle sind, sondern sie das ermöglichen, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, wenn ich sage, ich bin in der Lage, Namen zu verwenden, dann müssen die Namen trotzdem irgendwann in Adressen übersetzt werden. Das heißt, ich muss die konkreten Registerwerte diesen Namen zuordnen. Das kann halt geschehen über konkrete Befehle. Und dann kann ich bei der Assemblierung, beim Übersetzen dafür sorgen, dass die entsprechend ersetzt werden dann im Maschinenbefehl durch die entsprechenden Werte. Die Programmanfangsadresse muss natürlich auch irgendwann gesetzt werden. Das kann auch ein Pseudo-Befehl sein oder ich muss einen Speicherplatz reservieren für Variablen. Auch das passiert dort. Also eine ganze Reihe Sachen, die etwas zu tun haben, damit, dass ich in der Lage bin, später dieses Assembler-Programm zu übersetzen in ein Maschinenprogramm mit den Werten, die dort erforderlich sind, um es ausführbar zu machen. Und dazu haben wir einen bestimmten Aufbau dieser Befehle. Wir haben ein Markenfeld, das ist hier der erste Teil hier vorne, da kann ich eine Marke hinschreiben. Bei jedem Assembler-Befehl kann ich im Prinzip vorne eine Marke hinschreiben. Irgendeine Bezeichnung, das kann ich hinschreiben. Dann habe ich das Operationsfeld. Also hier Operationsfeld, in dem Beispiel ist das ein Additionsbefehl. Da schreibe ich halt diese symbolische Kennzeichnung der Operation hin. Das kann ich verstehen, was dort gemeint ist. Und dann kommen hier eine Reihe von Operanden. Wir wissen, es gibt ein, zwei oder auch drei Adressbefehle, also können hier unterschiedlich viele Operanden stehen, je nachdem, welchen Befehlssatz ich habe. Und ich möchte auch in der Lage sein, einen Kommentar abzugeben. Das heißt, rechts daneben kann ich, wenn ich will, noch einen Kommentar hinschreiben. Sie wissen,
Jedes Programm muss kommentiert sein. Wenn Sie ein Programm schreiben ohne Kommentare, egal in welcher Programmiersprache, dann ist das eigentlich wertlos, weil Sie ohne Kommentierung und Erklärung dessen, was da passiert, das niemandem sonst vorlegen können. Der kann das in der Regel nicht verstehen. Und Programme müssen wiederverwendbar sein, dass die wissen, Programme ohne Kommentare können Sie gleich wegwerfen, die sind nichts wert. Ja, das wissen Sie, es ist nicht die Kunst, ein Programm so zu schreiben, dass es keiner lesen kann, sondern die Kunst ist, ein Programm so zu schreiben, dass es jeder lesen kann und jeder verstehen kann. Das ist ein gutes Programm. Und ein Programm, das keiner verstehen kann, ist ganz schlecht. Ja, es gibt so Wettbewerbe, wie man irgendwelche Programme in C zum Beispiel mit möglichst wenig Zeichen irgendeine Funktion darstellen kann. Das kürzeste Programm, das irgendeine Funktion darstellt, das geht in die völlig falsche Richtung, weil man dann versucht, etwas ganz kryptisch zu machen und dann irgendeine Funktion versucht zu realisieren, die möglichst keiner verstehen kann. Das ist Quatsch. Ja, Programme müssen so geschrieben sein, dass sie jeder verstehen kann. Der Kommentar soll das unterstützen, ist notwendig für jedes Programm. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das sind die Befehle, ganz einfache Befehle. Wir hatten uns unterhalten zu Beginn der Vorlesung über Sprachen und Grammatiken und so weiter. Also die Grammatik für solche Befehle können Sie ganz einfach aufschreiben. Da ist nicht viel Struktur drin und wir haben keine weitere Struktur. Wir haben natürlich Sprungbefehle, wir können damit Schleifen realisieren, aber wir haben keinen Befehl für eine While-Schleife. Das gibt es dort nicht. Wir haben einen Sprungbefehl, wir haben einen bedingten Sprungbefehl. Wir haben Marken, damit kann man all das realisieren. Aber es gibt eben keine besonderen Strukturen da drin. Also, nehmen wir jetzt das gleiche Programm nochmal, das wir vorher hatten. Das sieht jetzt so aus, als Assembler-Programm, das kann man lesen. Ja, da steht jetzt hier vorne, x wird hier zugewiesen, nicht die Zahl 957, sondern die Speicherzelle 957. Der Wert, der dort drin steht, ist dann der Wert x und wir wollen x-Fakultät berechnen. Y bekommt die Speicherzelle da drauf zugewiesen und beziehungsweise andersrum, der Name für die Adresse 958 ist Y. Und später wollen wir dann eben in Y den Wert der Funktion auslesen können oder den Wert auslesen können. Und dann gibt es noch eine Hilfsvariable, die man natürlich auch so bezeichnet. Warum brauchten wir die? Sie erinnern sich, da hatten wir eine 1 reingeschrieben. Übrigens, wenn man sagt, man möchte gerne eine 1 haben, die kann man sich ja auch anders erzeugen. Also die muss man nicht in eine Zelle reinschreiben. Das kann man auch durch ein paar Anweisungen machen, ist auch kein Problem. Aber wir haben dort explizit eine 1 reingeschrieben. Da hätte man noch einen Kommentar dazu schreiben können, dass dort eine 1 steht. Und dann haben wir noch eine Org-Anweisung, das ist dieser Pseudo-Befehl, der die Programmanfangsadresse angeben soll. Etwas, was normalerweise beim Assembler-Programm gar nicht bekannt ist, wo es am Endeffekt oder am Ende tatsächlich hinkommt. Irgendwann, wenn das Programm geladen wird, dann weiß ich, wo es tatsächlich im Speicher steht. Dann kann ich diese Adresse festlegen. Nehmen wir mal an, das ist 946. Das war die Adresse, die wir in dem Maschinenprogramm drinstehen hatten. Und ich sage, das ist genau das Programm, das wir vorher hatten, jetzt als Assembler-Programm formuliert. Und dann laden wir zunächst mal also dann diese Variable Hilf, oder die sich jetzt so bezeichnet. Wir wissen, wir holen also einen Wert aus der Speicherzelle 959. Wir speichern anschließend diesen Wert in die Speicherzelle Y. Wir laden aus der Speicherzelle X etwas. Und Sie sehen, wir können das einfach problemlos lesen. Jump 0, und dann sagen wir, dann gehen wir nach Fertig. Wo ist Fertig? Fertig ist eine Marke. Da unten ist die Marke Fertig. Und da steht dann auch steht Halt, das sollen wir also dann entsprechend anhalten. Und danach wird dann multipliziert, Akkumulator multipliziert mit dem Wert Y. Es wird der Wert dann gespeichert nach Y, es wird X geladen, es wird X um 1 subtrahiert oder um 1 verringert, wird wieder nach X abgespeichert und dann springen wir nach Loop, da haben wir unsere Loop-Marke. Das heißt, wir können jetzt ganz anders ein Programm schreiben. Das kann man lesen und verstehen. Und man hätte hier noch ein paar mehr Kommentare schreiben können. Also das, was hier, das hätte man weiter erweitern können, habe ich jetzt hier nicht gemacht. Aber Sie sehen, wofür man diese Dinge brauchen kann und dass man so ein Programm lesen kann. Okay, das sind die Assembler-Programme. Und alles das, was ich Ihnen vorher erzählt habe, Adressierung und so weiter, macht man auf der Ebene dann entsprechend, dass dort die Operanden angegeben werden. Sie haben eine Frage.
Es ist ja so, Sie können natürlich gerne in Assembler programmieren, ja, das werden Sie aber nicht wollen, weil Assembler-Programme halt sehr aufwendig zu schreiben sind. Da müssen Sie explizit sehr viel hinschreiben, sehr viele Dinge reinschreiben, die Sie in höheren Programmiersprachen halt geschenkt bekommen. Die ganze Strukturierung, Schleifen, Funktionsaufrufe und ähnliche Dinge. Solche Dinge haben Sie in der Assembler-Sprache nicht. Da haben Sie keinen rekursiven Funktionsaufruf. Solche Dinge muss man dort über entsprechende Verzweigungen und so weiter programmieren. Das kann man alles machen, das ist aber sehr aufwendig. Und das ist ein ziemlich großer Aufwand, das zu tun. Sie erinnern sich, wir hatten, als ich Ihnen Hardware-Beschreibungssprachen erzählt habe oder den ganzen Hardware-Entwurf, da kann man Sachen im Full-Custom-Entwurf machen oder Semi-Custom-Entwurf oder auch ich kann eine Hardware-Beschreibungssprache nehmen und Hardware beschreiben. So ähnlich ist das hier. Wir wollen möglichst nah an der Ebene, an der wir eigentlich unsere Probleme formulieren, auch die Programme formulieren und die dann bestmöglich übersetzen in ein Programm, das dann möglichst genau das tut, was wir in dem höheren Programm geschrieben haben, aber eben in der Maschinensprache. Wir müssen am Endeffekt auf die Maschinensprache runter und wir wollen eben trotzdem eine Ebene haben, die es uns erlaubt, auch maschinennah zu programmieren. Für bestimmte Dinge braucht man das. Und dann wollen wir, also Sie können natürlich übersetzen direkt in Maschinensprache. Das können Sie auch machen. Trotzdem brauchen Sie dann auch noch Mechanismen, um so relative Zuordnung von Adressen zu machen und solche Dinge. Also es ist schon sehr geschickt, diese Assemblersprache zur Verfügung zu haben, um daraus dann das Maschinenbefehl, das Maschinenprogramm zu machen. Ja, das ist. Ich hatte gesagt, gut, das ist so, dass man möchte ja auch noch über dieses Assembler-Programm, das schaut man sich auch, oder das können Sie sich auch noch anschauen. Ja? Sie machen das in der Regel nicht, aber Sie brauchen diese Assembler-Sprache. Sie können auch, das sagte ich, Sie können auch direkt aus Fortran oder Algol oder C direkt in Maschinensprache kompilieren. Ja? Dann kann das übersetzte Programm direkt ausgeführt werden. Das macht man auch. Es gibt auch Compiler, die das machen, die sind für diese Sprachen oder für verschiedene Sprachen auch entwickelt worden. Das ist ein bisschen Ansichtssache. Ja, es ist einfach, das ist einfach praktisch, diese Assembler-Sprache noch zur Verfügung zu haben. Ich kann in der einfach einige Dinge besser aufschreiben als in Maschinensprache. Und das ist einfach so, dass man generell, wenn wir irgendwelche komplizierten Dinge, komplizierten Funktionen haben, komplizierten Prozesse haben. Sie wollen von einer oberen Ebene irgendwo ganz runter auf eine untere Ebene. Es ist einfacher, wenn man das in mehreren Schritten machen kann. Hatte ich Ihnen auch bei den Kommunikationsprotokollen gesagt. Da wissen wir, man kann natürlich von vornherein aus dem Anwendungsprogramm könnte man die Pakete sofort definieren, die durchs Netz geschickt werden, auf der physikalischen Ebene. Es ist aber praktisch, das aufzuteilen auf verschiedene Schichten, weil ich dann die einzelnen Schichten dann wesentlich übersichtlicher gestalten kann. Also das Transportprotokoll TCP und IP, was nur fürs Routing zuständig ist, das kann ich trennen voneinander. Und ich habe dadurch einfach eine Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Protokolle und kann die dann einfach sicherer und eleganter gestalten. Es ist einfach so, dass ich durch diese Aufteilung in verschiedene Schritte kann ich eben auch die einzelnen Aufgaben separieren und ich kann dadurch gewisse Dinge einfach besser machen. Ja? Wenn es dann um Effizienz geht, dann wollen Sie manchmal gerne direkt runter. Und dann macht man eben auch mal einen Compiler, der direkt runter geht in die Maschinensprache. Aber das ist nicht immer das, was Sie wollen. Denn Sie wollen vielleicht ein Programm übersetzen, das übersetzte Programm auf verschiedenen Rechnern ausführen können. Wenn Sie Maschinenprogramm übersetzen, das Maschinenprogramm ist häufig ganz spezifisch auf den Rechner zugeschnitten, den Sie jetzt brauchen. Also wenn Sie hier jetzt, Sie haben hier die Möglichkeit, unterschiedliche Übersetzungen zu machen, von Assembler auf unterschiedliche Maschinenprogramme. Ja, wenn Sie direkt übersetzen würden von einer oberen Ebene runter ins Maschinenprogramm, müssten Sie da jeweils unterschiedliche Übersetzer haben. Das ist Aufwand. Von einer Zwischenebene diese verschiedenen Dinge zu machen, das ist einfacher. Das sind einfachere Programme, das zu tun. Und dann haben Sie diese Zwischenebene zur Verfügung und können mit der auf verschiedene Plattformen gehen. Das sind eine Reihe Gründe, warum man das so macht. Ja, Frage ist berechtigt, aber das hat sich halt einfach als sehr sinnvoll herausgestellt, diese verschiedenen Ebenen zu haben. Okay, lassen Sie uns auf die problemorientierten Programmiersprachen kommen.
Es gibt dort eine ganze Reihe von Sprachen. Erstmal sind das alles höhere Sprachen. Ich muss erstmal kurz hier dafür sorgen, dass hier wieder. Ups, ich wollte den Radierer haben. Dass Sie doch was lesen können. So, dann wieder den Stift. Also, wir wollen unabhängig von der Hardware von speziellen Sprachen in der Lage sein, Programme zu formulieren, Algorithmen zu formulieren. Das ist ein Grund für die höheren Programmiersprachen. Ich denke, darauf bezog sich Ihre Frage auch nicht, sondern die Berechtigung ist klar. Wir wollen, wenn wir sagen, was der Rechner tun soll, wie wir Probleme lösen, das möglich unabhängig von der speziellen Rechenanlage machen. Das soll auf allen Rechnern gleichartig ausgeführt werden können. Und wir wollen eben das möglichst angemessen machen, problemangemessen. Und dafür haben wir bestimmte Regeln für den syntaktischen Aufbau, dafür haben wir die Grammatiken, das kennen wir alles aus Teil 1 dieser Vorlesung. Und es gibt auch semantische Festlegungen, wie bestimmte Dinge tatsächlich auszuführen sind. Das ist ganz wichtig, weil ich natürlich wissen muss, wie ein Additionsbefehl oder ein Prozeduraufruf oder Methodenaufruf, welche Bedeutung das haben soll nachher in meinem Programm, weil das unabhängig davon, auf welchem Rechner ich es ausführe, auf welchem Compiler ich es ausführe, es muss immer gewährleistet sein, dass die gleiche Bedeutung hinterlegt ist. Deswegen muss auch die Semantik überprüft werden. Auf Semantik sind wir aber bisher eigentlich gar nicht eingegangen, sondern nur auf die Syntax. Und dann, wie gesagt, übersetze ich von einer Sprachebene in die andere oder ich interpretiere und führe direkt etwas aus dem Maschinenprogramm. Und es gibt eine ganze Reihe von problemorientierten Programmiersprachen. Es gibt die imperativen Programmiersprachen wie C oder Algol oder Pascal. Es gibt funktionale oder applikative Programmiersprachen, prädikative Programmiersprachen, objektorientierte Programmiersprachen. Die werde ich gleich ganz kurz behandeln. Imperativ. Was sind imperative Programmiersprachen? Das sind genau die, wo ich festlege, was wann getan werden soll. Man sagt deswegen auch prozedurale oder algorithmische Programmiersprachen. Ich lege genau fest, in welcher Reihenfolge irgendwelche Befehle ausgeführt werden auf dem Rechner. Da habe ich also die Architektur des von Neumann Rechners, die Folge von Zustandstransformationen in der Programmiersprache zur Verfügung. Ich lege fest, was gemacht wird. Und dafür gibt es viele, viele Sprachen. Es gibt ADA, eine Sprache, die ganz wichtig ist, auch heutzutage noch ganz wichtig, für Programmierung in sicherheitskritischen Bereichen. ADA steht für den Vornamen von Ada Lovelace. Ada Lovelace war eine Gräfin, eine Adlige in England, die Mathematik studiert hat und damals, also vor langer Zeit, das ist 300 Jahre her etwa, da hat sie, war sie die erste Programmiererin. Sie hat also den Rechner, den Charles Babbage entworfen hat, dafür hat sie eine Programmiersprache im Prinzip entworfen. Und insofern ist sie die erste Programmiererin, deswegen heißt diese Sprache ADA. Algol 60, die erste algorithmische Sprache, Algorithmic Language, 1960 war das die erste problemorientierte Sprache für die Rechner, die damals entstanden. 8 Jahre später Algol 68 mit mehr Funktionen drin. BASIC, eine sehr einfache Sprache, die nur interpretiert wird. C kennen Sie, COBOL, Common Business Oriented Language. Es gibt so den typischen Spruch, man weiß nicht, wie die Rechner im Jahr sowieso aussehen werden, aber man weiß, welche Sprache verwendet wird, nämlich COBOL. Das galt für so kommerzielle Anwendungen, ist heutzutage nicht mehr ganz so der Fall. Sie werden aber immer noch ganz viele Installationen finden in irgendwelchen Rechenzentren, wo Geschäftsprozesse, also all das, was so mit Geschäftsprozessen zu tun hat, in COBOL programmiert sind. Die Sprache kann man sehr gut lesen, ist sehr verständlich, aber erfüllt so einige Anforderungen, die wir haben, an sicheres Programmieren eigentlich nicht mehr. COMAL, eine ganz andere Sprache, ELAN, Fortran, Formal Translator, die Sprache, die die Ingenieure entwickelt haben, um technisch-wissenschaftliche Berechnungen formulieren zu können, gleichzeitig entstanden mit Algol 60. Pascal, Modula 2, ähnliche Sprachfamilie, Modula 2 ist halt modulorientiert oder hat auch etwas objektorientierte Aspekte mit drin, aber ist noch, eigentlich im Wesentlichen ist das immer noch eine prozedurale Sprache. PL1, eine Sprache, in der Sie sehr hohe Datentypen haben. Sie können dort Matrixoperationen direkt hinschreiben als Produkte von Variablen und das wird halt entsprechend ausgeführt. Sie brauchen dort nicht Prozeduren oder Funktionen zu definieren für eine Matrixmultiplikation, sondern das wird dort intern interpretiert. Simula,
Die erste Sprache, die das Prinzip der Objekte auch schon eingeführt hat, Snowball, eine Sprache zur Verarbeitung von Zeichenketten. Also es gibt eine Vielfalt von Sprachen. Eigentlich reicht uns ja eine, aber könnte man sagen. Aber es gibt eben Anwendungen, wo es sinnvoll ist, eine spezielle Sprache zu haben mit speziellen Ausdrucksmöglichkeiten, wie zum Beispiel bei Snowball, speziell um Zeichenketten verarbeiten zu können, Textverarbeitung zu machen. Da ist Snowball eine schöne Sprache. Oder eben für so reine Geschäftsanwendung, Lohngehaltsabrechnung, war COBOL eine sehr sinnvolle Sprache. Dann kommt die nächste Ebene, die funktionalen und applikativen Programmiersprachen. Da geht es darum, dass wir nicht beschreiben, wie etwas getan werden soll, sondern nur, was getan werden soll. Das ist das Beispiel, Sie gehen ins Restaurant und sagen, was Sie essen wollen. Sie sagen nicht, wie Ihre Mahlzeit hergestellt werden soll. Programme werden funktional beschrieben und es wird also nicht die zeitliche Reihenfolge angegeben, sondern nur die Reihenfolge aufgrund logischer Abhängigkeiten. Das ist auch ganz wichtig, dass man das so machen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Erstmal, da unten ist das Beispielprogramm. Es gibt eine Reihe Sprachen, auch schon in der Anfangszeit der höheren Programmiersprachen, also 1961, gab es die listenorientierte Programmiersprache Lisp. Und das war eine rein funktionale Beschreibung von Programmen. Hat man Klammerausdrücke, kann man sehr schön funktionale Dinge beschreiben, aber ist halt speziell dafür gut geeignet. Dann gibt es Logo, Gopher, es gibt eine Vielfalt von funktionalen Sprachen. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel in der Sprache Gopher. Sie wollen das Programm Merge Sort oder den Algorithmus Merge Sort umsetzen. Na, was macht Merge Sort? Merge Sort nimmt sich eine Liste her und will die sortieren. Und wenn die Liste leer ist, ist das Ergebnis auch leer, das steht da. Wenn die Liste aus einem Element besteht, dann ist das genau dieses eine Element. Und ansonsten nehme ich mir meine Liste her. Also, hier muss ich erstmal M-Sort von L machen. L ist eine Liste, die ich bekomme, dadurch, dass ich teile das einfach auf. Und ich sage, okay, ich habe hier einen Anfangsteil, die sollen gleich groß sein, das ist hier nicht ganz geglückt gerade eben. L ist der linke Teil, das ist also unser L. Dann habe ich, das ist also take n div 2, nimm also die ersten n halbe Elemente aus der Folge S, aus dieser Liste S heraus. R ist der rechte Teil, das heißt, schmeiße den ersten oder wirf die ersten n halbe Elemente weg aus der Liste S. Da steht das S da hinten und dann kommt also hier der rechte Teil raus und den linken Teil und den rechten Teil, den muss ich jetzt sortieren jeweils. Das ist also dieses M-Sort auf dem linken Teil, M-Sort auf dem rechten Teil, rekursiver Aufruf und das Ganze muss dann noch zusammengemischt werden. Das ist also dieses Mische. Wie Sie jetzt zwei sortierte Folgen mischen, das muss dann an anderer Stelle wieder definiert werden. Das habe ich hier jetzt nicht mit reingeschrieben. Aber hier haben Sie nur die logische Struktur aufgeschrieben, dieses Verfahrens Merge Sort. Und das Verfahren Merge Sort kennen Sie noch aus Grundlagen Informatik 1, ist halt in der Lage, in n log n eine Folge zu sortieren. Aber hier eben ganz einfach rekursiv aufgeschrieben, wobei ich eben ein paar Sachen hier noch rausgelassen habe, wie eben die Mischefunktion ist natürlich wichtig, obwohl das eine ganz einfache Funktion ist. Und das Take und Drop und Length, das sind dann Standardfunktionen, die in dieser Sprache verfügbar sind. Also hier sage ich, was getan werden soll. So ein bisschen formuliere ich natürlich auch die logischen Abhängigkeiten. Und ich sage aber eben nicht genau, wann welcher Befehl ausgeführt werden soll. Dinge, die logisch nicht abhängig sind voneinander, können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden. So, was ist der Vorteil? Ich kann mich an der Struktur des zu lösenden Problems orientieren. Und damit kann ich mich konzentrieren auf die eigentliche Beschreibung des Problems. Ich mache keine Fehler dadurch, dass ich mich um zusätzliche Inhalte kümmere, also welcher Reihenfolge was gemacht werden soll. Das Problem ist, dass Sie hier eventuell Programme bekommen, die nicht effizient sind. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Polynom berechnen. Polynom P von, schreibe ich hier mal hin, an bis A0
x, das ist ja gleich irgendeine Summe a i x hoch i i gleich 0 bis n. So, das Polynom wollen Sie berechnen. Das können Sie auf unterschiedliche Art und Weise berechnen. Sie können sagen, naja, das ist doch ganz einfach. Ich berechne es einfach so, dass das p von, ich schreibe das mal jetzt nicht nochmal hin, dieses a n bis a 0 und x, das ist ja gleich p von a n und so weiter bis a 1 und x mal x plus a 0. So, damit haben Sie es vollständig, noch nicht ganz vollständig definiert. Dann fehlt noch die Angabe, dass p von a, x gleich a mal x sein soll. So, und damit sind Sie fertig. Ja, damit haben Sie das vollständig definiert. Funktional vollständig formuliert, wie Sie eine solche Summe, so ein Polynom auswerten. Das Problem ist, wenn Sie das jetzt ausführen lassen durch den Rechner, der muss das ja in irgendeine Folge von Befehlen umsetzen. Und durch diese Struktur haben Sie gewährleistet, dass das sequenziell ausgeführt wird. Es wird immer wieder ein Koeffizient hier rausgenommen, bis Sie dann so weit runtergekommen sind. Und dann haben Sie am Ende das Polynom richtig berechnet. Aber es ist ein rein sequenzieller Prozess. Man hätte es auch anders hinschreiben können. Ich hätte auch hinschreiben können, schreibe das mal einfach jetzt hier unten hin. Wieder hier dieses p von und so weiter gleich. Und da schreibe ich jetzt hin, das ist ein p von a n bis und so weiter a n halbe plus 1 mal x hoch n halbe plus 1 plus p von a n halbe und so weiter bis a 0. Und dann bin ich fertig. Eine andere Art, das aufzuschreiben. Die Art, das aufzuschreiben, erlaubt es dem Compiler, der das hier interpretiert, eine baumorientierte Bewertung oder Auswertung zu machen. Und dann kann er parallel das Ganze in zum Beispiel mit Log-n-Schritten machen. Hier ist also eine andere Art der Reihenfolge möglich, als wenn ich diese Lösung habe. Diese beiden formulieren beides funktionale Beschreibungen eines Verfahrens oder einer Funktion. Aber ich lege implizit eigentlich fest, was dort im Hintergrund gemacht werden darf. Also dadurch, dass ich habe hier im Prinzip zu viele logische Abhängigkeiten reingeschrieben. Hier sind weniger logische Abhängigkeiten drin, in der Formulierung unten. Und das heißt, eigentlich muss ich auch bei der funktionalen Programmierung so ein bisschen im Kopf haben, was heißt das eigentlich? Das ist eigentlich etwas, was ich vermeiden möchte. Aber wenn Sie gleichzeitig sagen, Sie wollen funktional programmieren, weil Sie sagen, das soll möglichst mathematisch sauber formuliert sein und aber auch effiziente Ausführung brauchen, dann ist es zum Beispiel wichtig, ob Sie später auf einen Parallelrechner gehen oder auf einen sequentiellen Rechner, weil der Parallelrechner mit der sequentiellen Beschreibung wenig anfangen kann, der muss das dann sequenziell ausführen, aber mit der parallelen Formulierung kann der Parallelrechner mehr anfangen. Ja, für den sequentiellen Rechner ist das, was hier oben steht, perfekt. Da haben Sie genau n Addition und n Multiplikation, die Sie ausführen müssen bei der Ausführung, während Sie, und das sehen Sie sofort, hier unten, aber Sie können es eben nicht parallelisieren. Und hier unten können Sie es parallelisieren. Okay, also funktional ist was Schönes. Und dann kann man noch versuchen, das auch noch zu optimieren. Da müsste dann aber mehr Intelligenz reingehen in den Compiler, das in der Lage ist festzustellen, ich kann aus dieser Beschreibung, die hier oben steht, ja, kann ich aufgrund der Regeln der Arithmetik auch eine Beschreibung machen, die so aussieht. Das muss ein Programm erstmal hinbekommen. Ja, das sind Sachen, intelligente Compiler von funktionalen Programmiersprachen können auch sowas, aber das ist dann eine Programmoptimierung. Und das sind dann Dinge, die über das übliche Übersetzen von Programmen deutlich hinausgehen. Jetzt kommt es noch dicker. Wir machen prädikative Programmiersprachen. Da programmiere ich wieder völlig anders. Bei den prädikativen Programmiersprachen, da schreibe ich ein Programm hin, das eine Menge von Fakten und Regeln. Sie kennen Prädikatenlogik aus Grundlagen der Informatik 1. Da sind irgendwelche Prädikate oder Aussagen drin und ich habe Regeln, wie ich die Aussagen verknüpfe.
Und ich habe im Prinzip einen logischen Kalkül, mit dem ich jetzt ein Programm formuliere. Ich schreibe im Prinzip eine logische Formel hin, ein Prädikatenkalkül, und suche jetzt nach Erfüllung, nach einer Belegung von Variablen, die diese logische Formel erfüllen. Und ich gebe Ihnen dafür ein Beispiel. Ein Beispiel in der Sprache Prolog, die ich jetzt eigentlich falsch verwende, weil ich damit jetzt die Funktion n-Fakultät ausrechnen will. Wenn ich n-Fakultät ausrechnen will, mache ich das viel effizienter in einer anderen Programmiersprache. Trotzdem kann ich Ihnen hier schön darstellen, was es heißt, das mit einer prädikativen Sprache zu machen. Was muss ich dafür hinschreiben? Ich definiere ein Prädikat, fact für factorial n, m. Dieses Prädikat ist wahr, wenn n-Fakultät gleich m ist. Dann ist das Prädikat wahr. So, jetzt schreibe ich ein Programm hin für die Berechnung von n-Fakultät. Ich schreibe hin, dass das Prädikat fact 1, 1 wahr ist. 1-Fakultät ist 1. Und ich schreibe hin, dass wenn, das steht jetzt hier unten auch erläutert, wenn die Fakultät von n minus 1 gleich f ist, dann ist die Fakultät von n gleich n mal f. Und damit bin ich fertig. Ein ganz knackiges, kurzes Programm. Aber wie wird sowas ausgeführt? Also wie kann ich das denn ausführen? Also ich möchte jetzt zum Beispiel, ich schreibe das Prädikat hin, factorial oder fact 6, f. Und dann suche ich nach dem Wert für f, der dieses Prädikat wahr macht. Jetzt kann ich dafür diese Regeln verwenden. Ich kann zum Beispiel sagen, naja, ich suche nach einer Regel, die nach einem Wert von f, der dieses Prädikat wahr macht. Dann weiß ich aber aufgrund dieser Regel, ich kann auch suchen nach einer Regel, die das Prädikat factorial von 5, 5, f durch, ups, f durch 6 wahr macht. Ja, wenn der Wert f das Fakultät von 6 ist, dann ist nach dieser Regel natürlich Factorial von 5 gleich f durch 6. Und dann kann ich auch gucken nach Factorial von 4 und f durch 6 und das noch durch 5, also durch, machen wir jetzt hier eine Klammer, mal 5. Und entsprechend kann ich hier weiter runtergehen, bis ich irgendwann auf Fact 1 komme. Und dann steht hier ein Wert. Da steht dann im Prinzip der Wert da irgendwann unten drin. Das ist dann dieses f durch 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. So. Das heißt, dann ist dieser Wert von f, der ist gleich 6 Fakultät, wenn dieser Wert, dieser Ausdruck hier gleich 1 ist. Und das heißt, der ist 1, wenn f gleich diesem Produkt ist. Auf die Art und Weise wird hier ein Programm ausgewertet, durch Termersetzungen aufgrund der Regeln, die man in das Programm reingeschrieben hat. Sie sehen, das ist nicht sehr effizient. Da müssen Sie erst suchen, wie Sie entsprechend Terme durch andere ersetzen können. Und so können Sie dann sukzessive auf Werte kommen, die Sie dann konkret bestimmen können, wo dann Ihre Rekursion abbricht. Und dann können Sie damit auch etwas berechnen. Das Ganze setzt man ein in der Wissensverarbeitung der künstlichen Intelligenz. Da gibt es eben viele so logische Schlussfolgerungen. Da macht es Sinn, wenn Sie logische Inferenzen haben, als das Problem, mit dem Sie zu tun haben, dann macht es Sinn, das in einer Prädikatensprache tatsächlich auch zu machen. Und Prolog ist dafür sehr gut geeignet. Aber es ist nicht sehr effizient. Da hat mir mal jemand gesagt, also in der Wissensverarbeitung, wenn irgendwelche, also die, so eine Programminterpretation hier, die hat exponentielle Zeit in der Länge der Programme. Das wäre eigentlich überhaupt kein Problem, weil die Rechner immer schneller werden. Man braucht sich nicht um effiziente Ausführbarkeit zu kümmern.
solche Aussagen sind natürlich Quatsch, sondern man muss immer sehen, dass man Probleme eben wirklich möglichst effizient formuliert. Die Fakultätsfunktion zu berechnen über eine Formulierung in Prolog wäre natürlich völliger Unsinn. Da würde die Berechnung, nämlich dieses ständige Ersetzen von Termen, würde viel zu lange dauern. Okay. Dann, das waren diese drei, und dann kommen noch die objektorientierten Programmiersprachen. Das ist die Ebene oder das ist die Programmiersprache, die Sie kennengelernt haben. Java als Sprache, die objektorientiert ist. Was ist das Wesentliche bei objektorientierten Programmiersprachen? Dass wir halt Objekte haben. Und Objekte haben Eigenschaften und haben Methoden. Und Sie können Objekte zu Klassen zusammenfassen. Sie können aus Klassen können Sie Objekte instanziieren. Und das Wesentliche ist, dass Sie hier ein Geheimnisprinzip haben. Das heißt, der Zugriff auf die Eigenschaften eines Objektes ist nur über definierte Methoden möglich. Sie senden im Prinzip Botschaften, Messages an ein Objekt, oder das Objekt sendet Ihnen eine Nachricht über das, was über einen Wert, der in dem Objekt enthalten ist. Sie haben das Vererbungsprinzip. Sie können Eigenschaften von einer größeren Klasse in eine speziellere Klasse vererben. Sie können geometrische Objekte definieren und können die Eigenschaften vererben. Meinetwegen, dass es eine Fläche gibt, können Sie vererben auf Dreiecke, auf Vierecke, auf Kreise. Und die werden mit unterschiedlichen Methoden dann entsprechend ausgeführt. Aber bestimmte Dinge sind halt dann vererbt von einer Oberklasse auf eine Unterklasse. Und die dynamische Bindung ist auch wichtig. Auch das kennen Sie aus Java, dass Sie erst zur Laufzeit festlegen, welche konkrete Methode angewandt wird. Also wenn Sie ein geometrisches Objekt haben, ich schreibe einfach mal hier Geo hin, dann werden Sie je nachdem, was ist das denn jetzt? Da hat er den Stift auch immer vergessen. Wenn das wie diese Variable Geo, wenn das ein Dreieck ist oder wenn das ein Quadrat ist oder wenn das ein Kreis ist und das erst zur Laufzeit bekannt ist, wenn Sie die Variable aufrufen, wissen Sie erst, ist das ein Kreis oder ein Dreieck oder ein Quadrat, werden Sie unterschiedliche Funktionen verwenden, um die Fläche zu berechnen. Und das wird erst zur Laufzeit festgelegt. Sie können einfach auf die Flächenfunktion, die rufen Sie auf, die ist vererbt und spezialisiert in dem Unterobjekt, sodass Sie dann die dynamische Bindung von Methoden zu Objekten haben. Das sind so drei wesentliche Eigenschaften der objektorientierten Programmierung. Geheimnisprinzip, Vererbungsprinzip, dynamische Bindung. Das macht Dinge wesentlich eleganter, als man das in den prozeduralen Sprachen macht. Dort haben Sie halt, wie gesagt, noch immer die klare Festlegung der Reihenfolgen. Hier kann man bei objektorientierten Programmiersprachen wesentlich mehr über Funktionsaufrufe machen. Im Prinzip ist das so ein bisschen das, was Sie auch bei funktionalen Programmiersprachen drin haben, aber es ist so ein bisschen eine Vermengung von verschiedenen Dingen hier. Und auch da gibt es eine Vielfalt von Sprachen. Die erste solche Sprache war Simula 67. Da hat man das erste Mal objektorientierte Konzepte realisiert. Smalltalk 80 ist eigentlich, das ist die am stärksten objektorientiert formulierte Sprache. Eiffel ist ein bisschen eine Mischung hat ein bisschen algorithmische Dinge, aber auch objektorientierte. C++ kennen Sie alle. Eine Sprache, in der man sehr viel machen kann. Sehr komplexe Sprache mit einer sehr komplexen Semantik. Und das Problem ist, wenn Sie dort einen sehr intelligenten Programmierer haben, der diese Möglichkeiten ganz stark ausnutzt, kann kein anderer das Programm verstehen. Das heißt, man kann C++ nur dann sinnvoll einsetzen, wenn man ganz strikte Regeln hat für den Entwurf der Programme, um sicherzustellen, dass das auch wirklich wiederverwendbar ist. Das Gegenteil ist Java, da hat man versucht, gewisse Dinge einfach gar nicht zu erlauben und dadurch gewisse einfachere Strukturen zu ermöglichen. Dann haben wir noch Oberon, Delphi, Python, eine Sprache, die man im Internet, im World Wide Web Zusammenhang immer stärker einsetzt in letzter Zeit. Und dann gibt es hier eine Frage dazu. Eine Pause ist schon wieder eine Pausenzeit. Mein Gott. Ja, Zeit vergeht so schnell. Meinetwegen machen wir jetzt eine kurze Pause.
So, ich habe Ihnen mal wieder eine Frage gestellt, sind auch schon einige Antworten da. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Die erste ist, das Transmission Control Protokoll stellt eine logische, verlässliche Verbindung zwischen Sender und Empfänger dar. Sind mittlerweile 5 von Ihnen der Meinung, dass das der Fall ist? Dem würde ich auch zustimmen. Das Internetprotokoll sorgt für den unzuverlässigen, verbindungslosen Versand von Datenpaketen durch das, da fehlt irgendwie ein, fehlen weitere Wörter, aber das reicht soweit schon, um zu sehen, dass das richtig ist. Ja, das ist unzuverlässig, verbindungslos, also durch das Netz sollte da im Prinzip stehen. Das Internetprotokoll hat stellt nicht die Verbindungen her. Verbindungslos heißt, ich kümmere mich nur darum, eine Nachricht von einem Knoten, an dem ich eine Nachricht bekomme, zu dem nächsten Knoten zu schicken, der vermutlich in der Lage ist, das an den voraussichtlichen Empfänger zu schicken. Aber ich habe keine logische Verbindung hergestellt, sodass der Empfänger weiß, da werden jetzt Pakete kommen. Während TCP Verbindung herstellt, zunächst mal zwischen Sender und Empfänger durch ein sogenannten Handshake-Protokoll eine logische Verbindung herstellt, das müssen sich ja Sender und Empfänger einigen, dass sie eine Verbindung aufbauen wollen. Und dann kann auch erst der Empfänger tatsächlich die Acknowledgements dann rausschicken. Er weiß, wohin er das wieder zurückschicken muss. Er weiß, dass er da etwas zu tun hat. Und er erwartet dann Pakete. Das ist eben bei UDP anders. Das steht schon in der dritten Frage. User Datagram Protokoll ist ein verbindungsloses, nicht zuverlässiges und ungesichertes, wie auch ungeschütztes Übertragungsprotokoll. Das ist alles richtig. Das haben aber hat nur einer von Ihnen so erkannt. Das ist also, reicht genau die Eigenschaften von IP weiter an die Anwendungsebene. Das heißt, ich habe dort keine Verlässlichkeitseigenschaften drin. Und sicher gegen Angriffe ist es sowieso nicht. Also kein Vertraulichkeitsschutz und so weiter. Also ungeschützt, auch TCP ist ungeschützt. Einen Schutz bekommen Sie erst, wenn Sie oben drüber dann etwas verwenden, was ich gar nicht angesprochen habe. Das ist eine Anwendungsebene, ist das Transport Layer Security, TLS, sodass Sie tatsächlich die Verbindungsdaten verschlüsseln. Dann haben Sie es auch geschützt, was dort kommuniziert wird. Und das vierte, bei der Übertragung von Daten über das Internet werden immer alle 3 Protokolle benötigt. Das ist nicht der Fall, es werden immer 2 benötigt von dem, TCP und IP oder UDP und IP, aber nicht alle 3 gleichzeitig. Also nur 2 von den beiden. Immer IP, aber dann, was da oben drüber ist, ist dann egal. Also da hätten bei 3 war es, ist auch richtig, hätten also noch mehr als einer das sehen können. Und das vierte ist nicht richtig. Okay, damit mache ich das hier wieder weg. Und wir machen weiter mit den Programmiersprachen. Sie sehen, ich gehe hier ganz schnell durch und erzähle Ihnen nur so ein paar wesentliche Eigenschaften. Sie kennen diese Sprachen ja im Prinzip schon. Ja, und ich will eigentlich nur noch mal sagen, worauf es da im Wesentlichen ankommt. Das sind so die wesentlichen Eigenschaften. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie wir Sprachen übersetzen können. Übersetzen eben von einer Ebene in die andere. Und das Erste, was wir machen müssen, ist ein Assembler schreiben oder Assemblierer. Ein Assembler-Programm übersetzen. Dazu haben wir also hier jetzt irgendein längeres Programm. Da sind jeweils die einzelnen Befehle drin. Jeder Befehl hat hier irgendeine schöne Struktur. Markenfeld, Operandenfeld, also Operationsfeld, Operandenfeld. Das heißt, wir müssen erstmal eine Syntaxanalyse machen. Das ist in dem Fall sehr einfach. Pseudobefehle ausführen, die Zuweisungen von Namen zu irgendwelchen Adressen im Speicher. Das müssen wir machen. Konvertierung von Konstanten in Binärdarstellung, auch das ist natürlich erforderlich, wenn hier irgendeine Variable x drin steht, dann muss ich die Variable x ersetzen durch entsprechend eine Zahl, die dort zugeordnet wird, weil in der Maschinenprogramm die Zahlen stehen müssen. Ich muss den Maschinencode für den Operationsteil des Befehls erzeugen und natürlich die Adressen alle eintragen, das hatte ich gerade eben schon gesagt, das sind also hier nicht nur die Konstanten in Binärdarstellung überführen, sondern auch die Adressen, die durch Symbole oder Ausdrücke gegeben sind, die muss ich erstmal umformen in einen konkreten Wert. Und ich muss ein Protokoll machen. Warum das? Weil ich gerne wissen möchte, ob bei der Assemblierung alles richtig gewesen ist oder ob da irgendwelche Probleme auftauchten. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an.
Ich muss auch diese Adressrechnung machen, genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, habe ich kurz angesprochen. Ich muss wissen, was ist eigentlich die Anfangsadresse? Kann sein, dass ich das schon weiß, wenn nicht, muss ich das eventuell später noch machen. Ich muss wissen, ob ich eben eine bestimmte Programmanfangsadresse habe oder wenn ich hier erstmal nur eine fiktive Adresse angebe, dann muss ich später, wenn das Programm dann irgendwo hingeladen wird, dann muss ich eben über eine Basisadresse, über ein Basisadressregister das relativ dann alles noch umformen während der Ausführung eines Programms. Das wird dann von einem sogenannten Binder. Warum brauche ich einen Binder? Es kann sein, dass ich mehrere Programme, die ich geschrieben habe, zusammenbinde zu einem großen Programm, das ausgeführt werden soll. Und deswegen habe ich einen Binder, der verbindet verschiedene Programmteile. Und dann habe ich den Lader, der eben genau dieses Laden in den Hauptspeicher durchführt. Beides muss geschehen. Erst wenn das Programm geladen ist, weiß ich, an welcher Stelle die einzelnen Befehle stehen. Vorher weiß ich ja nur irgendetwas relativ zur Programmanfangsadresse. Also das sind die Dinge, die man hier machen kann und das ist die Adressrechnung. Und das Problem ist, wenn ich jetzt ein Programm durchlaufe, von oben nach unten, und ich möchte daraus ein Maschinenprogramm machen, schreibe ich am liebsten sofort den entsprechenden Maschinenbefehl hin. Gleich daneben, da sollen jetzt gleich die Maschinenbefehle stehen. Jetzt steht hier drin irgendeine Marke, da steht, ich will irgendwo hinlaufen zu einem Sprungbefehl, irgendwo zu einem M und das M steht erst irgendwo da unten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich an dieser Stelle angelangt bin, an welcher Stelle diese Marke steht in dem Programm. Es sei denn, sie ist vorher schon mal aufgetaucht. Wenn aber diese Marke irgendwo unten steht, bei unserem Beispielprogramm war das die Marke fertig. Die Marke fertig stand ganz unten. Die sehe ich aber erst, wenn ich ganz durchgelesen habe. Das heißt, ich muss, da ich solche Vorwärtsreferenzen drin habe, ich beziehe mich hier auf eine Marke, die eben ganz unten steht, muss ich zweimal durchlaufen. Ich laufe einmal durch und mache dann eine Tabelle. Ich habe hier jeweils die Symbole und da schreibe ich dann die Werte hin. Für jedes Symbol, das auftaucht, schreibe ich mir einen Wert hin. Und dann muss ich erstmal einmal durchlaufen, diese Symboltabelle aufbauen. Dann weiß ich, welche konkreten Werte hinter diesen Namen stehen. Und dann kann ich im zweiten Durchlauf in meinem Programm da entsprechend die richtige Adresse eintragen, sodass ich weiß, ich muss an die Stelle. Ja, das heißt, dafür brauche ich zwei Durchläufe. Ein sogenannter Zwei-Pass-Assembler ist das. Ich habe also die Symboltabelle. Da steht jeweils eine Marke oder auch die Konstanten oder die Variablen, die ich habe in meinem Programm, die symbolischen Bezeichnungen. Und ich werde dann das daneben den Wert schreiben und vielleicht noch ein paar weitere Angaben zur Erklärung. Mag sein, dass da noch irgendwelche weiteren Dinge mit reingeschrieben werden. Kann sein, dass ich, genau, ob der Adresswert relativ oder absolut angegeben ist, solche Dinge sind ja wichtig für die Ausführung. Das beziehungsweise für die Bezeichnung in dem Maschinenprogramm muss ich den Operanden dann entsprechend kodieren. Und dann habe ich insgesamt diese Struktur für den Assembler oder den Assemblierer. Ich habe mein Assembler-Programm, das kommt rein in diesen ersten Pass, den ersten Durchlauf. Und in dem ersten Durchlauf wird die Symboltabelle aufgebaut. Es wird die Syntax natürlich überprüft, ob alles richtig aufgeschrieben ist, ob die Operanden alle richtig aufgeschrieben sind. Es werden die Pseudobefehle ausgeführt. Und dann kommt der zweite Durchlauf, da kann ich die Werte einsetzen, kann ich die Symbole ersetzen durch konkrete Werte und kann den Maschinencode generieren. Und danach kommt dann der Protokollpass und darin werden irgendwelche Fehlermeldungen aufgeschrieben. Wenn ich eine Fehlermeldung habe, möchte ich natürlich wissen, bei meinem Programm, da schreibe ich dann natürlich irgendwelche Zahlen hin für die verschiedenen Befehle und dann will ich wissen, in welcher Zeile ist ein Befehl aufgetreten. Und es wird wird eben auch noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Also es wird einfach protokolliert, was dort beim Assemblieren alles geschehen ist. Es werden zum Beispiel die Zeilennummern jedes Vorkommens, jedes Symbols angegeben. Dann weiß ich, an welchen Stellen taucht überall ein bestimmtes Symbol auf, eine Variable x oder y. Und eventuell muss man noch weitere Durchläufe machen, wenn dort irgendwelche Makros drin sind oder wenn man eine Codeoptimierung machen will. Was man bei der Codeoptimierung ist, dazu kommen wir gleich, wenn ich Ihnen die Compiler ein bisschen genauer darstelle. Also das ist, wie gesagt, das relativ Einfache, was ein Assembler macht. Der muss ja nur die Symbole übersetzen in konkrete Werte.
muss ein Binärprogramm, ein binäres Maschinenprogramm erzeugen. Dazu muss er zweimal durchlaufen wegen dieser Vorwärtsreferenzen und dann kann er das Maschinenprogramm hinschreiben. Ein relativ einfacher Vorgang, das geht sehr schnell zu machen. Und ja, dann haben wir einen Interpreter. Der Interpreter, das ist auch wirklich, genau, das ist gleich das nächste gewesen. Der Interpreter, der soll jetzt ein Programm hernehmen und soll dieses Programm direkt auf einem Rechner ausführen. Das heißt, da übersetze ich nicht das Programm in ein Maschinenprogramm, sondern ich analysiere jede einzelne Anweisung und führe anschließend direkt aus. Es gibt Sprachen, die genau das machen, weil wenn Sie Basic programmieren, dann wird dort sofort interpretiert. Und Sie können sofort dort auch eine Analyse machen, was Ihre Anweisung jetzt gerade Ihnen ermöglicht. Sie können Änderungen im Quellprogramm machen, können das direkt sehen, welche Wirkung das hat. Sie können Werte von Variablen sich anschauen, die bis dahin berechnet wurden. Sie können Werte verändern, die werden dann bei der weiteren Ausführung entsprechend verändert, also dann berücksichtigt. Sie können dort bei der Programmentwicklung einiges einfacher machen. Nachteil ist natürlich, dass Sie eine lange Rechenzeit haben. Insbesondere stellen Sie sich vor, Sie haben ein Programm und da wird verzweigt und Sie haben dort eine Schleife. Jede Anweisung, die auf diesem Stück hier läuft, wird ja jedes Mal, wenn sie durchlaufen wird, wieder neu interpretiert. Das macht natürlich, dauert dann sehr lange, aber das ist halt beim Interpretieren so. Da muss jede Anweisung, auf die man stößt, neu interpretiert werden in der entsprechenden Umgebung, in dem Kontext, der bis dahin entstanden ist. Und ich muss auch Adressen jedes Mal alles neu berechnen, das heißt, das ist sehr langsam. Das macht man deswegen nur, wenn man ein Programm entwirft und nicht, um Programme effizient auszuführen. Und deswegen kann man das so machen, dass man meinetwegen zunächst mal Interpreter, also mit dem Interpreter ein Programm interpretiert und dann irgendwann später das übersetzt und dann es eben die besetzte Version tatsächlich ausführt. Ich sehe, ich müsste hier mal unten diese Zeile rauswerfen, dass die nicht hier ständig erscheint. Dann ist das weg, genau. Sehr schön. So. Und der Übersetzer ist halt da für die endgültige Version des auszuführenden Programms. Schauen wir uns die Übersetzer an. Was der macht, der Compiler oder Kompilierer oder Übersetzer. Jetzt habe ich eine höhere Programmiersprache irgendwie beschrieben in irgendeiner, also in der Regel mit einer kontextfreien Grammatik, deterministisch kontextfrei, wie Sie wissen. Und dann wird also das Programm der höheren Programmiersprache entweder in Maschinensprache oder in Assembler übersetzt, je nachdem, was ich gerade als Übersetzer zur Verfügung habe. Wir haben das vorhin kurz angesprochen, welche Vor- und Nachteile das hat, in Assembler oder in Maschinensprache zu gehen. Der Vorteil ist natürlich, dass das erzeugte Programm beliebig oft ausführen kann, ohne dass ich das erneut übersetzen muss. Problem ist, wenn ich ein Programm geschrieben habe in einer höheren Programmiersprache, ich übersetze es und da kommt jetzt hier unten ein übersetztes Programm raus. Und dann habe ich Fehler in der Ausführung. Die Fehler beziehen sich auf das, was hier passiert. Dann habe ich hier eine Anweisung, die einen Fehler produziert hat. Die Frage ist, an welcher Stelle habe ich denn, aus welcher Stelle ist denn jetzt eigentlich diese eine Anweisung hier oben aus dem Programm der höheren Sprache entstanden? Das ist ja keineswegs sofort sichtbar. Sie verändern einiges beim Übersetzen und also dieses genaue Darstellen, welche Auswirkungen ein Fehler im übersetzten Programm hat, das möchten Sie gerne in Ihrem Quellprogramm überprüfen und dort natürlich auch verändern. Nur dazu muss man eben wissen, wie die Beziehung ist zwischen dem, was hier unten an Maschinenprogramm entstanden ist, wie sich das auf welche Stellen in Ihrem Quellprogramm das tatsächlich verursacht worden war. Das macht das also dieses Debuggen oder die Fehlererkennung etwas schwieriger. Es gibt aber Werkzeuge, mit denen man das machen kann. Ja, da wird das dann entsprechend unterstützt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von, wenn ich also kompilieren will, gibt es diesmal mehrere Schritte, die ich machen muss. Die zeige ich Ihnen gleich an einem Beispiel. Das eine ist die lexikalische Analyse. Da stelle ich nur fest, ob die ganzen Schlüsselwörter der Programmiersprache richtig verwendet wurden.
Dann muss ich eine syntaktische Analyse machen. Sie wissen, was das ist. Ich muss feststellen, ob das Programm den Regeln der Grammatik entspricht. Dann, wenn das richtig ist, habe ich daraus einen Ableitungsbaum erzeugt, der genau zu diesem Programm geführt hat. Den Ableitungsbaum kann man verwenden, um den Code für, also Code-Generierung heißt Maschinenprogramm oder Assembler-Programm schreiben, kann ich entsprechend der Strukturen des Ableitungsbaumes direkt erzeugen. Da verwendet man genau die Struktur eines Ableitungsbaumes, um daraus ein Maschinenprogramm zu erzeugen. Dann habe ich das Zielprogramm. Dann mache ich noch eine Codeoptimierung anschließend. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Und daraus kommt das Zielprogramm. Codeoptimierung machen Sie in der Regel erst, wenn Sie wissen, das Programm ist richtig. Und dann machen Sie eine Codeoptimierung, bei der das Programm nämlich nochmal wieder verändert werden kann eventuell. Darauf gehe ich gleich noch kurz ein. Das sind die verschiedenen Phasen beim Compilerbau oder beim Compiler. Was habe ich hier alles drin? Die lexikalische Analyse. Ich habe irgendwelche, in meinem Programm habe ich konkrete Werte drinstehen. Die lexikalische Analyse interessiert sich nur dafür, sind das die richtigen Strukturen? Also, hier ist die konkrete Anweisung. Daraus wird dann bei der lexikalischen Analyse sowas wie if Name kleiner Realzahl, then Name gleich Name plus Name. Die konkreten Variablennamen interessieren überhaupt nicht in diesem Augenblick bei der lexikalischen Analyse, sondern ich gucke erstmal nur, entspricht das eigentlich den Regeln für meine Bestandteile so einer Anweisung. Und dann kommt anschließend die syntaktische Analyse und bei der syntaktischen Analyse, jetzt habe ich hier also dieses Ergebnis der lexikalischen Analyse, kommt die Syntaxanalyse, dann wird daraus der Ableitungsbaum. Und wie der Ableitungsbaum daraus entsteht, hatten wir schon mal gemacht als Beispiel. Da habe ich dann halt eine if-Anweisung, die aufgeteilt wird in if eine Bedingung, then die Bedingung ist hier irgendein Ausdruck, Relationssymbol, ein Ausdruck und unten steht dann irgendwann Name kleiner Realzahl. Und dann haben Sie hier das Schlüsselwort then. Und entsprechend haben Sie dann hier eine Anweisung, der else-Teil, der fehlt in dem Fall. Und Sie haben ein end und die Anweisung, die ist dann entsprechend hier die Zuweisung Name gleich Name plus Name. Und natürlich wollen Sie im Prinzip die alten, also das x und y, das behalten Sie natürlich und können das nachher bei der Erzeugung des Maschinenprogramms auch noch zuordnen. Aber es ist eben wichtig, erstmal zu sehen, sind die Schlüsselwörter alle richtig drin und die Bezeichner, sind die richtig gebildet? Und dann kann ich daraus den Ableitungsbaum erzeugen und ich weiß, das ist ein richtiges Programm. Und mit so einem Ableitungsbaum kann ich dann den Code erzeugen. Und ich kann auch semantische Analyse machen. Semantische Analyse heißt zum Beispiel, ich stelle fest, ob Typverträglichkeit da ist. In einem arithmetischen Ausdruck sind das die richtigen Typen, und die dort mit Operationen verknüpft werden. Solche Dinge gehören zur semantischen Analyse. Oder auch, dass jeder benutzte Name auch vereinbart worden ist. Das sind Sachen, die muss man dann noch extra feststellen. Und dann kommt die Code-Generierung. Dabei erzeuge ich das Maschinenprogramm aus dem Ableitungsbaum heraus. Wie man das konkret macht, das geht über diese Vorlesung hinaus. Aber Sie erzeugen dann eben entsprechend der Struktur, die dort definiert ist, das entsprechende Maschinenprogramm. Und als letztes kommt dann die Code-Optimierung. Und dabei geht es darum, unnötige Dinge zu vermeiden. Was ist unnötig? Stellen Sie sich vor, Sie haben hier ein Programmstück und in diesem Programmstück sei eine Schleife und da steht jetzt irgendwas drin, irgendeine Anweisung A plus B, meinetwegen X, I gleich irgendwie A plus B und da steht dann noch irgendwas dahinter. Und dieses A plus B steht in jeder Ausführung der Schleife drin. Dann würden Sie natürlich die Berechnung von A plus B daraus ziehen, würden das entsprechend in Ihrem Programm schon irgendwo hier oben machen, das da berechnen und meinetwegen irgendeinem C dieses A plus B zuweisen und würden dann hier unten da nicht A plus B reinschreiben, sondern C hinschreiben. Dann haben Sie nur einmal die Berechnung gemacht. Und so wird also ein Programm daraufhin analysiert, inwieweit es innerhalb von Schleifen Berechnungen gibt, die unabhängig sind von den Schleifenvariablen, die man also rausziehen kann nach oben und dadurch Berechnungen zu vermeiden. Das sind typische Dinge, die man dort macht. Es gibt noch eine ganze Reihe andere Dinge, die man dort machen kann.
Aber das ist so der Standardfall, dass man versucht, Berechnungen aus Schleifen herauszuziehen. Und dann gibt es noch Dinge, dass man versucht, auch Dinge zu parallelisieren. Wenn Sie haben Mehrkernprozessoren, da kann man Dinge auf verschiedene Kerne verteilen. All das macht ein intelligenter Compiler. Man muss natürlich aufpassen, dass so eine, bei einer solchen Codeoptimierung nicht Dinge passieren, die wir mal angesprochen haben bei der Rechnerarithmetik. Sie wissen, die Reihenfolge der Ausführung von numerischen Operationen kann entscheidend sein für die Korrektheit. Wir haben manchmal Fehler dadurch, dass Werte in einer ungünstigen Reihenfolge miteinander verknüpft werden. Solche Dinge sollen natürlich erhalten bleiben, so wie Sie das formuliert haben. Die dürfen durch eine Codeoptimierung nicht verändert werden. Also sie dürfen keine Fehlerprobleme auftreten, Ungenauigkeiten reinkommen durch die Codeoptimierung. Solche Dinge haben Sie normalerweise nicht im Griff, aber ein guter Codeoptimierungs und eine gute Codeoptimierung macht das schon richtig. Und natürlich ist es so, wenn Sie meinetwegen Laufzeituntersuchungen machen von einem Programm. Also dann schreiben Sie da irgendwelche Anweisungen rein. Wenn Sie eine Codeoptimierung haben, der Codeoptimierer wird, stellen Sie sich vor, Sie schreiben, Sie wollen also irgendeine Anweisung tausendmal ausführen, weil Sie sagen, ich habe hier, also ich möchte messen, wie lange dieses Programmstück dauert. Wenn ich einmal die Ausführungszeit messe, ist das zu kurz, deswegen lasse ich das tausendmal ausführen. Da sind aber gar keine Abhängigkeiten drin. Dann würde der Codeoptimierer alle Anweisungen aus dieser Schleife nach oben, würde die rausziehen und die Schleife eliminieren. Und Sie würden feststellen, braucht kaum Zeit diese Anweisung im codeoptimierten Programm. Aber das macht natürlich keinen Sinn, wenn Sie solche Testanweisungen da drin haben, dann den Codeoptimierer anzustellen. Den muss man dann ausschalten, um solche Laufzeituntersuchungen machen zu können. Nur, dass Sie einfach wissen, Codeoptimierung ist etwas, was man einschalten oder auch ausschalten kann. Und wenn Sie bestimmte Untersuchungen, Laufzeituntersuchungen machen von Programmen, dann mag es sinnvoll sein, diese Codeoptimierung erstmal auszuschalten, damit Sie das überhaupt entsprechend durchführen können. Okay. Das war also schon alles, was ich Ihnen zum Compilerbau erzählen kann. Compilerbau ist eine vierstündige Vorlesung über ein Semester. Ja, da gibt es sehr viele Dinge, die man lernen muss dabei. Wie man konkret Programme übersetzt, wie man sie ausführt und so weiter. Da ist sehr viel Technologie, sehr viele Verfahren sind da wichtig. Ich konnte Ihnen hier nur diese vier Teile kurz ansprechen, aber wie man es konkret macht, das ist also Standardwissen. Gibt es viele schöne Bücher drüber, aber das kann ich in dieser Vorlesung natürlich nicht machen. Dann haben wir die Programmiersprache Java, die kennen Sie alle. Java ist so ein bisschen Kombination von Übersetzung und Interpretation. Sie wissen, dass Sie jedes Java-Programm zunächst mal in ein Bytecode-Programm übersetzen und dann wird dieses Bytecode-Programm auf einer virtuellen Maschine ausgeführt. Das ist die virtuelle Maschine. Und die virtuelle Maschine, die wird dann irgendwo kann auf unterschiedlichster Hardware tatsächlich interpretiert interpretiert werden. Und dadurch haben Sie dann aus der virtuellen Maschine, machen Sie dann natürlich Maschinenprogramme oder Maschinenbefehle, aber das geschieht hier durch unmittelbare Ausführung der Befehle der Java Virtual Machine. Und das Ganze hat entsprechend die Nachteile der Laufzeit. Deswegen ist Java zunächst mal ein nicht sehr effizientes Programm, nicht sehr effiziente Programmiersprache. Man kann aber Dinge verbessern. Man kann einen sogenannten Just-in-Time-Compiler verwenden, der dafür sorgt, dass eben Methoden, die sollen dann im Prinzip übersetzt werden in Maschinensprache. Man möchte also über diese Java Virtual Machine hinausgehen. Und die werden dann, wenn sie das erste Mal benutzt werden, entsprechend übersetzt in Maschinensprache. Und danach steht dann bei weiteren Ausführungen bereits dieser Teil Maschinensprache zur Verfügung, um dann eben Mehrfachübersetzungen zu vermeiden. Also da gibt es Verbesserungen. Mittlerweile ist Java durchaus eine effiziente oder eine Programmiersprache, die effiziente Berechnungen ermöglicht. Es gibt immer noch Leute, die sagen, sie machen das lieber in C, da haben sie mehr Kontrolle über die Ausführung. Aber das ist genau diese Unterscheidung, wie viel will ich wirklich festlegen von außen im Programm und wie viel überlasse ich eigentlich dem Betriebssystem oder diesem Übersetzer meiner Programmiersprache. Okay, also es gibt die echten Compiler, dann ist die Plattformunabhängigkeit eventuell nicht mehr so gewährleistet. Also
Da muss man sehen, was man dort konkret macht, aber da hat sich die Technologie ganz gut entwickelt. Und damit sind wir am Ende dieses Teils über Programmiersprachen. Die Hierarchie von verschiedenen Möglichkeiten, Programme zu schreiben. Sie wissen, wie man die einzelnen Programme, wie man also Programmiersprachen definiert. Das haben wir alles gemacht bereits in dem ersten Teil der Vorlesung. Und jetzt kommen wir auf den nächsten Teil, den ich gerade ganz kurz angesprochen habe, nämlich wir müssen in der Lage sein, tatsächlich ein Programm sinnvoll auszuführen. Und um das zu machen, müssen wir dafür sorgen, dass das Programm übersetzt wird, dass es ausgeführt wird irgendwann, dass ich also dem Steuerwerk mitteile, es soll jetzt ein Programm ausführen, dass entsprechend die Daten alle von den Hintergrundspeicher in den Hauptspeicher geladen werden, dass also die Ressourcen in einem Rechner sinnvoll verwaltet werden. Und das geschieht über die Betriebssysteme. Und das ist jetzt das 10. Kapitel in dieser Vorlesung, Betriebssysteme. Und ich werde Ihnen jetzt in 2 Doppelstunden etwas erzählen darüber, was ein Betriebssystem macht, welche Aufgaben das hat, was für Beispiele das dafür gibt und so weiter. Und ein ganz bisschen, also sind eine Reihe Themen hier angesprochen, die wir uns jeweils relativ kurz angucken. Und das ist halt so, ich kann Ihnen, das wissen Sie genau, ich kann Ihnen eben nicht alle Einzelheiten darstellen. Wenn Sie mehr wissen wollen über Betriebssysteme, müssen Sie in eine Vorlesung gehen über Betriebssysteme, das genauer vertiefen. Aber ich kann Ihnen ein paar wesentliche Eigenschaften darstellen, sodass Sie ein Verständnis entwickeln können dafür, was dort eigentlich passiert. Also, was ist ein Betriebssystem? Ich habe eine Rechenanlage, die möglichst gut betrieben werden soll und die soll also gut genutzt werden. Also es müssen die Ressourcen möglichst sinnvoll eingesetzt werden, möglichst nicht nur von einem Programm, sondern von mehreren Programmen, auch von mehreren Anwendern. Und wenn da mehrere Anwender sind, die sich um einen Rechner gerne zugreifen wollen auf diesen Rechner, dann muss irgendwie gewährleistet sein, dass sie in einer sinnvollen Reihenfolge dort Zugriff erhalten. Dazu braucht man Kenntnis der Betriebsmittel, die zur Verfügung stehen. Betriebsmittel, das sind die Hardware-Komponenten, die verschiedenen arithmetisch-logischen Recheneinheiten, Gleitpunkt-Arithmetikeinheiten, grafische Prozesseinheit und so weiter. Ein-Ausgabegeräte, also Prozessor, Speicher, Ein-Ausgabegeräte, Programme und Daten. Die muss man alle kennen. Und ich muss wissen, wie ich den Zugriff darauf steuere, sodass alle einen Zugriff erhalten, wenn sie das brauchen und dass dabei auch nichts Schlimmes passiert. Und um das alles zu steuern und zu verwalten, brauche ich gewisse Systemprogramme, also auch Programme, die ausgeführt werden müssen, die die Ressourcenverwaltung machen. Und die Gesamtheit aller Systemprogramme, das ist ein Betriebssystem, das dafür sorgt, dass der Anwender seine Programme ausführen kann, dass ihm für sein Programm die Ressourcen zur Verfügung stehen und dass das Ganze eben möglichst sicher und effektiv und effizient auch passiert. Also, was muss ich machen? Ich muss den Prozessor verwalten oder die Prozessoren, die vielen Kerne, die ich heutzutage zur Verfügung habe. Ich muss den Hauptspeicher verwalten. Ich muss ja wissen, welche Daten stehen wann im Hauptspeicher. Wir haben die Speicherhierarchie, Cache, Hauptspeicher, Hintergrundspeicher. Wann stehen welche Daten dort zur Verfügung? Ich muss die Programme ausführen können. Das muss angesteuert werden. Wenn ich mehrere Programme habe, welches Programm darf jetzt zugreifen? Ich muss auf ein Ausgabegerät zugreifen können, ich will aufs Netz zugreifen können. Auf Dateien darf jeder auf eine Datei zugreifen, ich habe dort einen Zugriffsschutz, den ich beachten muss. Auf das System darf nicht jeder zugreifen, dafür haben wir in der Regel unsere Passwörter und Benutzerkonten oder auch andere Dinge, wie wir also über Passwörter hinaus uns identifizieren können, über Fingerabdrücke zum Beispiel. Ich muss eine Buchführung machen. Ich muss wissen, was, wann, von wem, wo gemacht wurde. Weil wenn ein Fehler aufgetreten ist, muss ich feststellen können später, wer, wann, wo, was gemacht hat.
dann kann ich sagen, woher ein Fehler gekommen ist. Und dann brauche ich alle mögliche Software, um noch mehr Dinge zu tun. Ich möchte gerne Programme editieren können, also aufschreiben können, Texte schreiben können. Ich muss übersetzen können, ich muss einen Debugger haben, um Fehler zu erfinden in meinem Programm. Ich brauche einen Internetbrowser, also World Wide Web Browser und so weiter. Und alle diese Programme des Betriebssystems müssen natürlich ausgeführt werden. Die müssen alle auf dem Prozessor ausgeführt werden. Und diese Programme müssen dafür sorgen, dass dann eben auch ein Anwenderprogramm ausgeführt werden kann. Und wenn das Betriebssystem irgendeinen dringenden Bedarf hat, muss auch wieder ein Systemprogramm ein anderes Programm unterbrechen können und ähnliche Dinge. Also sehr komplexe Abläufe. Und das alles richtig miteinander in Verbindung zu bringen, ist eben Aufgabe der Betriebssysteme. Jetzt fange ich erstmal an mit ein paar Beispielen. Das schaffe ich heute gerade noch, in diese Beispiele zu präsentieren. Ein klassisches Betriebssystem ist das Microsoft Disk Operating System, MS-DOS. Haben Sie in jedem Windows-Rechner immer noch im Prinzip im Kern mit drin. Und es gab damals die Frage von IBM, sie wollten ein Betriebssystem haben für Rechner, die man Einzelpersonen zur Verfügung stellen wollte, keine Großrechner mehr. Dafür brauchte man ein einfaches Betriebssystem. Und dann hat man halt das gefunden von Bill Gates und hat dann das MS-DOS genommen. Es gab damals andere Betriebssysteme, die ganz andere Eigenschaften hatten, die aber nicht genommen wurden. Und dann hat man halt irgendwann MS-DOS auch weiterentwickelt. Mittlerweile Microsoft Windows, mittlerweile sind wir hier bei Nummer 10. Und sukzessive wurden dann die ganzen Eigenschaften, die die anderen Betriebssysteme hatten, dort auch übernommen. Und einige Dinge wurden dort auch dann besonders gut gemacht. Das sind also immer noch viele verschiedene Varianten. Sie haben eine Frage? Ja, da müssen Sie die Leute fragen, die bei IBM verantwortlich waren. Die haben sich halt dafür entschieden. Das ist halt so, das sind Marktentscheidungen, da wird nicht das Beste genommen, sondern da wird das genommen, was man gerade günstig kaufen kann. Und die haben wahrscheinlich einen guten Deal gemacht mit der Garagenfirma und dann durften die das Programm, also das Betriebssystem dort entwickeln. Und es sind halt eine ganze Reihe Sachen drin, da sagen wir heutzutage, das ist haarsträubend. Ja, also die Begrenzung bei dem Hauptspeicher, dass man sagt, das ist mehr als 640 Kilobyte, braucht niemand. Und wenn ein Programm mehr braucht, dann kann das sofort ausgelagert werden auf einen Hintergrundspeicher. Das sind Dinge, mit denen also die ganzen weiteren Varianten von Windows-Betriebssystemen immer noch gekämpft haben. Es gab parallel dazu die Betriebssysteme von Apple. Aber IBM verwendet halt nicht das Betriebssystem von Apple, sondern hat halt Windows genommen. Ja? Und dann gibt es eben diese Programme, die Betriebssysteme nicht nur für Personal Computers, sondern auch für alle möglichen Rechner, zum Beispiel für mobile Rechner. Da hat man dann eben auch mittlerweile Windows-Betriebssystem auf Smartphones drauf. Auf Smartcards können Sie auch Windows-Betriebssystem haben oder im Automobilbereich Automotive Software, also für die Steuerung von Fahrzeugen, auch dort können Sie das Betriebssystem Windows verwenden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich hatte hier so ein paar Sachen aufgeschrieben hier oben. Fenstertechnik, Maussteuerung, Dropdown-Menüs, Multiprogrammierung, Multi-User-Systeme. Das war zu Anfang bei den Microsoft Windows Betriebssystemen alles nicht verfügbar. Und bei Macintosh war das sehr früh verfügbar. Die hatten Fenstertechnik drin, die hatten Maus- und Menüsteuerung, die hatten ein eigenes Protokoll, Apple Talk für Vernetzung von Rechnern. Das war nicht im Fokus von Microsoft Windows. Und es gab dann irgendwann bei Microsoft Windows auch die Möglichkeit, wenn Sie den angeschaltet haben, dann tauchte dort ein Fenster auf. Sie mussten dann einen Nutzernamen und ein Passwort eingeben. Wenn Sie das nicht wollten, haben Sie das Fenster weggeklickt, dann kamen Sie auch rein. Ja? Das war einfach, da wollte man den Anschein erwecken, da konnte man sich dann identifizieren gegenüber dem Rechner, dann wusste der Rechner, wer davor sitzt, aber es war nicht erforderlich, um den Zugriff zu bekommen. Und es war auch nicht im Fokus dieses Betriebssystems, weil man davon ausging, der Rechner wird ja nur von einer Person verwendet, das ist ein Personal Computer. Der wird nur von einer Person verwendet, wozu muss der sich identifizieren? Da brauche ich keine Benutzersteuerung, wenn nur einer den verwendet.
Und das sind alles so Dinge, die man sukzessive dann eingebaut hat. Und genauso, also mehr Benutzerbetrieb brauchte man nicht in Windows-System. Und auch Multiprogrammbetrieb brauchte man nicht unbedingt. Und das war dann bei Macintosh, war das von vornherein mit drin. Die haben auch Multiprogrammbetrieb gehabt. Dann gab es irgendwann Mac OS 10. Das ist dann Unix-basiert. Unix ist ein weiteres Betriebssystem auf Großrechnern im Wesentlichen und Workstations. Und irgendwann ist das dann zum iOS für iPhone und iPad weiterentwickelt worden. Das ist also die Apple-Seite. Immer sehr innovativ. Und die andere Seite ist dann immer hinterhergekommen. Die haben aber, ich will nichts Schlechtes sagen, über Microsoft Windows mittlerweile haben die halt auch sehr gute Qualität und da passiert halt auch oder wird sehr viel an guten Funktionen angeboten. Dann gibt es Unix, nur ganz kurz, Unix, Linux, Großrechnerbetriebssysteme, das sind halt die Betriebssysteme für die großen Rechner. Und bei den Großrechnern gab es MVS, VMS, unterschiedliche Firmen, BS2000 von Siemens, alles Betriebssysteme für Großrechner. Es werden immer noch Großrechner im Einsatz sein, die mit solchen Betriebssystemen laufen. Die meisten laufen aber mittlerweile Unix-basiert. Linux ist halt die freie Variante, die von Linus Torvald entworfen wurde. Und das Interessante da ist die selbstorganisierte Qualitätssicherung. Sie haben dort ein Netzwerk von Entwicklern, die jeweils dafür sorgen, dass Programme, die neu oder Services, die dort neu eingeführt werden, erstmal auf Herz und Nieren geprüft werden. Und dann kriegt man entsprechend Rückmeldungen, ob die in Ordnung sind oder nicht. Ich muss Schluss machen, es ist 13 Uhr. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am Mittwochmorgen wieder. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Bonusklausur morgen Abend.